Rosalindet, ein Jahr neigt sich dem Ende, ein mehr als hartes Jahr. Ja. Es war für uns wirklich ein wahrliches Vergnügen, mit dir dieses Jahr schon zu arbeiten. Und ich glaube, unsere Zuschauer haben es genossen, von den Tagesenergien her bis alle möglichen Aussichten zu genießen. Du wirst uns dann ein bisschen was über das kommende Jahr, über die Aussichten für das kommende Jahr erzählen. An dieser Stelle möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken und auch für dich persönlich, dass all das, was du dir vornimmst, auch in Erfüllung geht. Danke auch für die gute Zusammenarbeit. Die Arbeit war eigentlich 2021 der einzige Lichtblick, auch bei mir, so wie viele andere auch. Aber natürlich, es waren ein paar harte Sachen dabei und wir hoffen schon, dass 2022 ein bisschen besser wird, wobei so ganz rosa glaube ich ja nicht, aber ein bisschen besser ist ja schon was. Hast du jetzt, ich meine, es gibt Menschen, die nehmen sich etwas vor, also so Neujahrsvorsätze, Silvestervorsätze, was hältst du davon? Ich muss ehrlich sagen, ich halt so nichts erwarten und sich über das freuen, was dann trotzdem passiert, das ist mein Wahlspruch. Wie wirst du jetzt die Zeit noch bis zum Ende des Jahres verbringen? Arbeitend, schätze ich, einmal wichtig gehen. Arbeitend, aber eine Woche Auszeit mit meinem Enkelkind, weil die zu Weihnachten Dienst hat, die ist Rezeptionistin und arbeitet in Deutschland und somit haben wir jetzt eine vorweihnachtliche Auszeit der Woche und dann eigentlich ja schon Arbeit bis ins neue Jahr hinein. Ich hoffe, dass das nicht gar zu bezeichnen für 21 wird und es auch ein bisschen Auszeiten gibt. Gut, dann will ich unsere Zuschauer und dich nicht länger aufhalten, die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen und wir sind schon ganz gespannt auf die Aussichten auf 2021. Gerne. Ich versuche euch alle Trends zu sagen und zu zeigen. Wunderbar, danke. Das Jahr 2021. Es ist ein Saturnjahr mit rückläufigem Merkur. Das heißt, es wird oft schon ziemlich schwierig werden. Die Kommunikation läuft kontrovers. Handel- und wertemäßig gibt es enorme Schwierigkeiten. Es läuft alles sehr kräftezehrend. Mit Jobs und Arbeitsproblemen ist zu rechnen. Die Menschen sträuben sich gegen die zunehmende digitale Überwachung und das Eintrichtern von Vorschriften über öffentliche Medien. Es kommt eine Art grüner Überwachungskommunismus mit dem Vorwand, nur auf Gesundheit und Sicherheit der Bürger zu schauen. In Wahrheit will man kontrollieren. Die Menschen stellen sich im Spätsommer, etwa Herbst, vermehrt dagegen. Man kann das Wort Corona häufig nicht mehr hören. Es gibt die Tendenzen, die Wirtschaft weiter zu zerstören, nicht zuletzt, um vom drohenden Geld- und Werteverfall unter dem Deckmantel des Virus abzulenken. Im Herbst beginnt Phase 1 des Abwärtstrends. Vor allem spürbar wird es bei Geschäfts- und Stadtimmobilien werden. Ab Sommer 2022 wird es dann geldwertmäßig eng. Es leitet dann auch den Versuch des Bargeldendes ein, jedoch sträuben sich die Bürger dagegen und man versucht es dann etwa 2024 noch einmal vehementer. Beachtlich viele Einkaufszentren und Ähnliches werden nicht mehr rentabel sein, stehen vermehrt leer und werden Schritt für Schritt dann für öffentliche Zwecke verwendet. Jugendtreffs, Alterstreffs, Praxen, Kindergärten, öffentliche Betreuungs- und Beratungsstellen, günstige Ausspeisungen, ja sogar so etwas wie Wärmestuben, wenn jemand nicht so viel heizen kann. In der Öffentlichkeit tiefgreifende Veränderungen von Menschen, welche die Maßnahmen jetzt noch etwa 75% mittragen, bleiben dann ab Frühling, Sommer nur mehr etwa 30% übrig. Dann kann die Regierung nur mehr erschwert agieren. Im Herbst 2022 sind schwere Krisen und vieles wird in Frage gestellt. Ab Frühling 2022 gibt es dann große Bruchgefahr, punkto Politik unter den Menschen von gegenspielerischen Gruppen. Die Grünen halten sich teilweise raus, um Umweltthemen nicht zu gefährden. Es wird für Jobs vermehrt schwierig. Es gibt dann noch eine weitere Steigung von etwa 20% an Arbeitslosigkeit und dies zehrt an den Kräften der Menschen. Es wird zunehmend schwieriger für die Verantwortlichen, Kritiker am System bzw. den Vorschriften und Verordnungen als Phantasten oder Verschwörungstheoretiker hinzustellen. Es wird ein gewisses weltweites System der Wohlstandsvernichtung für den Mittelstand zugunsten der ganz Großen erkannt und absolut nicht gut geheißen. Individualismus und neue Risikofreude bringen dann vereinzelte Erfolge. Man kann damit irgendwie überleben. Die Kommunikation, der Handel, die lebenslang aufgebauten Werte sind in großer Gefahr.
Auch die Psyche der Menschen, besonders der alten Kinder, Teenager, wird absolut überstrapaziert. Daher werden dann auch Betreuungen notwendig. Die Situation 2021 zehrt an den Kräften von 90% unserer Bürger. Sie fühlen sich erschöpft, ausgelaugt, missverstanden und nicht wirklich unterstützt, eher im Stich gelassen. Aus der Krise zu lernen, wird fast nicht möglich sein. Es tritt vermehrt die berechtigte Existenzangst um Geld und Ersparnisse auf. Sie können noch kurzfristig auf Gold umsteigen, es wird noch steigen. Wenn jedoch der Euro crasht, wird man die neue Goldwährung anbinden und somit Gold unter staatlichen Besitzanspruch stellen, mit dem Ziel, den Wert pro Unze auf etwa 840 bis 850 Euro fest. Also fast mehr Verlust als mit dem Euro, welchen im Wert von etwa 40% gegenüber jetzt sehe. Ein Wechsel in Platin, Silber, Singapur, Dollar, teilweise weltweite ETF-Aktien, aber bitte mit Vorsicht und vielleicht auch nur in kleineren Raten oder Tranchen, kann ein Auswegstipp sein. Letztere sind nämlich durch den Eurocrash, diese ETF-Aktien, ebenfalls verlustbehaftet. Häuser und Wohnungen werden nach dem Geldcrash ebenfalls enorm an Wert verlieren, in der Stadt weit mehr als auf dem Land. Dies passiert deswegen, weil nach dem Geldcrash die alten Kreditverträge gekündigt werden und neue angeboten. Und es gibt dann wenig Geld und daher werden die Kredite teurer. In der Regel wird der Zins zwischen 12% und 16% betragen, ähnlich wie in den 1960er Jahren. Daher kommen viele Realitäten auf den Markt und dies drückt dann natürlich auf den Preis. In den Städten können dann kaum mehr geförderte Wohnungen gebaut werden. Als Abhilfe wird es ein neues Mietrechtsgesetz geben. Leerstehende werden stark besteuert und der Quadratmeter Mietpreis wird bis etwa 130 Quadratmeter fix festgelegt. Ab dann ist es Luxus und frei zur Verfügung. Ich sehe einen Richtpreis von etwa 8,50 Euro pro Quadratmeter. Daher sind Einliegerwohnungen auch nur zum Teil als Alterssicherheit gut. Ab 2022 gibt es dann eine neue Aufbruchstimmung. Allerdings sollte man dies geldmäßig mit Vorsicht betrachten. Sogar 2023 trauen die meisten Menschen diesen scheinbaren Aufschwung nicht. Da gibt es dann aber radikale Veränderungsprozesse. Es hilft, sich 2021 auf Liebe, Freundschaft, neue Familienzusammengehörigkeit zu konzentrieren und hilft ihnen, die Verantwortung gemeinsam zu tragen. Für die kommenden unproduktiven Jahre vorzubauen, ist nämlich enorm wichtig. Man kann auch vieles neu ordnen und strukturieren, aber Disziplin ist gefordert. In der Öffentlichkeit wird etliches aufgedeckt, in Rechtsprechung und Gesetzgebung kommt es zu restriktiven Maßnahmen und dies bringt wiederum neue Unruhe mit sich. Die Menschheit ist gezwungen, sich neu aufzustellen. Die Aussagen eines deutschen Politikers, dass die Not die Menschen zwingen wird, sich zu beugen, wird nicht kodiert. Der Widerstand der Menschen wächst. Bei Naturkatastrophen sind keine wesentlichen Verstärkungen 2021 punkto Vulkan, Erdbeben etc. spürbar. So normal wie in den letzten Jahren etwa keine großen Katastrophen. Die Klimaveränderung mit ihrer negativen Auswirkung, wie gebietsweise starker Regen, Überschwemmung, Brände in Kalifornien, Griechenland, Meeresplastikverschmutzung, Atommüll, Recyclingprobleme etc. sind jedoch leider weiterhin zu sehen und eher noch kritischer zu erwarten. Es wird als Lichtblick in der medizinischen Forschung sogar auch speziell in Österreich großartige Ergebnisse geben, welche für die Menschen durchaus von Bedeutung sein können. Die negative Seite der Medaille ist die übermächtige Pharmalobby, deren Geld und Einflussnahme weiter steigt, Corona und ähnliche Impfungen etc. Das Positive an diesen Entwicklungen wird sein, dass Menschen mit gleichen Ansichten näher zusammenrücken und dies auch wertschätzen. So überstehen wir gemeinsam die Krise. Die Farben Gelb und Grün stehen für Wachstum, Bereinigung, gute Gespräche und Festigung des Erreichten und können uns ein wenig unterstützen. Der Saturn ruft 2021 dazu auf, Ordnung ins Familien- und Liebesleben zu bringen. Manche haben völlig neue Ideen. Und es gibt 2021 für viele auch starken Jupiter-Einfluss und das bringt trotz aller Probleme immer wieder positive Entwicklungen. Saturn ist auch zuständig für das Wissen und daher wird die Wissenschaft begünstigt. Er begünstigt allerdings auch Zwietracht und Verzweiflung, Corona.
Mephisto sagt in Faust, ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Da aber Jupiter seinen Einfluss nimmt, werden in der Gemeinschaft auch schwierige Jahre überstanden, obwohl ich mindestens bis 2024 eben die großen gesellschaftlichen Probleme sehe. 2026 wird es dann eigentlich noch einmal ziemlich haarig, würde ich sagen, denn da gibt es starke Aufstands- und Rebellionstendenzen. Die Welt geht einerseits noch stärker den Weg zur Digitalisierung, andererseits aber auch für viele zurück zur Natur, also ein bisschen eine Spaltung der Ansichten, aber nur Gemeinsamkeit wird uns durch die wichtigen und starken, schwierigen Jahre führen.